Andere Probleme, das besprechen wir heute nicht. Also Druckbild ist nicht mein Thema. Nur damit ihr euch orientieren könnt, das ist noch ein relativ wichtiger Name im Kanton Bern. Das ist da oben in grün der Matthias Wilhelm. Professor Wilhelm ist Leiter der Reha und der Sportkardiologie am Inselspital in Bern. Und der macht sehr viel für Sportmedizin auch und ist eine super Adresse. Also wenn man mal irgendwas braucht, ein Gutachten oder sowas, dann ist er sicherlich der Mann. Und er hat dieses sogenannte Swiss Regard Register gemacht, also ein Register in der Schweiz, was ja für uns viel interessanter ist als die amerikanischen Daten. Natürlich haben wir von Amerika viel Information, aber in der Schweiz ist es noch wichtig, dass wir mal gucken, wie es hier ist, und Matthias hat es gemacht. Und da muss man einfach sagen, der, was Walle jetzt schon sagte, also der plötzliche Herztod bei jungen Menschen, also bei unser einem so, ist niedrig, selten in der Schweiz. Es ist einmal, also die Zuhörer teilen sich in zwei Parteien. Die, die unter 35 sind, und die, die über 35 sind. Es ist gerade da, so ein Trend zu machen oder da so, aber ihr wisst dann nachher schon, was gemacht ist. Das Herz ist relativ spannend. Das ist jetzt bei euch klar der Fußball. Und ansonsten gibt es aber noch ganz viele andere Sportarten. Gestern waren die Turner dran. Ich war ja am Samstag mit einem Fußballspiel mit Männern. Ich mache dann am Sonntag den Marathon in Luzern. Die fährt dann in der Nacht nach Stuttgart und spielt am Morgen ein Hallenturnier mit uns. Schade, ist sie nicht hier. Ich glaube, sie ist über 40. Aber sie ist ja gut versorgt mit euch. Ihr könntet ihr ja zur Not helfen. Wenn Sie aus der Chor sind, Rekordbeteiligung, denke ich. Außer wenn einer noch mehr Präsi, das ist nie. Das haben wir aber nicht mehr, oder? Also das zeigt, dass das Interesse gross ist und das Thema interessiert. Und wie ich schon gesehen habe, ich habe noch etwas ausgegraben daheim. Ein altes Foto. Da haben wir zwei Kollegen getroffen, die nicht mehr unter uns sind. Es gibt so, wir kennen ja ein paar Risikofaktoren für Herz-Kranzgefäß-Verkalkung. Da gehört also das Rauchen dazu, da gehört der Bewegungsmangel dazu, da gehört wahrscheinlich die Ernährung, wobei wir nicht wissen, was genau, also sagen wir mal zumindest das Übergewicht und der Bluthochdruck damit dazu. Da gehört aber auch das Cholesterin dazu, und das ist genetisch bedingt, das kriegt man mit Ernährung nicht runter. Und da gehören die Gene dazu, von denen wir nicht wissen, wo sie sitzen und wie sie heißen. Also ganz viel ist Genetik, und ein Teil ist Umwelt, und zur Umwelt gehört wahrscheinlich mehr der Bewegungsmangel und das Rauchen als die Ernährung. Ernährung ist schwierig, und dabei, wir haben jetzt gerade diese Studie gesehen, wo wir sehen, man lebt gar nicht kürzer, im Gegenteil länger, oder? Wenn man diese ganzen Fette isst, von denen man Ich habe die Jacke abgeholt.
Ja, zusätzlich. Ja, Wallen. Ich arbeite zu 150. Das ist gut, das hat es. Ja, haben wir heute einen Vortrag.